Hallo, hier ist wieder Miss Leadingfall. Heute möchte ich euch zeigen, wie man in Combat Arms effektiv XP bekommt mit minimalem Aufwand. Hierbei handelt es sich auch nicht um Power Level, heißt es ist nicht illegal. Ich unterteile das mal in zwei verschiedene Kategorien. Einmal, wo man nichts für bezahlen muss, wenn auch nicht viel unbedingt. Und einmal für Leute, die überhaupt kein Geld ausgeben möchten. Also, für die erste Methode braucht man NX. Mindestens einmal muss man das gekauft haben, damit man auf den Black Market Server hier drauf kann. Weil dann gibt es eine 30% Erhöhung in GP und eine 30% Erhöhung in XP. Das ist schon eine ganze Menge. So, dann geht ihr auf den Server und ihr solltet Nemesis Headquarters, das Fireteam, spielen. Möglichst mit einem guten Team. Wenn ich hier ein Spiel finde, ja, so sollte zum Beispiel ein gutes Team aussehen. Welche Ausrüstung braucht ihr dafür? Das ist jetzt immer die NX-Variante. Gut, ich habe das alles mit GP gekauft. Wenn man das entsprechend levelt, kann man natürlich auch machen. Allerdings, selbstverständlich, kann man die Specialists und die Waffen auch mit NX kaufen. Also, Waffen. Im ersten Hauptwaffenslot habe ich die P90 TR. Andere P90 tut es auch, die normale GP-Variante, genauso wie die PP19. Hier ist es allerdings wichtig, dass man eine schnell feuernde Waffe hat mit einer hohen Kapazität des Magazins. Ja, die Pistole ist eigentlich egal, genau wie die Melee-Waffe. Ich habe am liebsten eine M69 HE-Freigranate da drin. Macht die am meisten Schaden, ist am nützlichsten. Und halt die Minigun, die ist ganz wichtig für den Bosskampf nachher. Da kriegt man nämlich die meisten Punkte. Ja, Gear, wie gesagt, habe ich Codename Raven. Hat eine Light Vest, hat nur minus 10% Protection minus, hat plus 6 Speed und plus 30% Sprint Stamina, also das ist eine Menge. Ich finde es gut, wenn man schnell ist bei diesem Fireteam, aber das bleibt jedem selber überlassen. Man kann eigentlich mit jedem Specialist spielen. Ja, Function habe ich 40% Bonus XP, 25% Bonus GP. Ich habe noch so ein altes Bonus XP und GP Teil von so einem Event über, das bringt mir 200% XP und 25% GP Bonus, also das werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Und auch nur mit diesem Bonus Ding sind wirklich mehr als 12.500 XP schon möglich. Ohne das, nur mit 40% Bonus, sind allerdings immer noch bis zu 10.000 die Stunde möglich. Und Party Respawn Token, die man von den verschiedenen Jobs, die man erledigen kann, bekommt, sind auch sehr nützlich. Ja, die Variante ohne NX jemals gekauft zu haben. Ist egal, auf welchen Server man eigentlich geht. Am besten geht man auf den Elite-Server, wenn man das kann, weil man da immerhin 15% XP und GP Erhöhung bekommt. Und sonst kann man auf jeden Server eigentlich gehen, wo man möchte. Geht dann, sucht sich dann da auch ein Nemesis HQ Fireteam Spiel aus. Und hat anstatt des Specialists, den tun wir mal raus, hat seinen normalen Typ, am besten rüstet man ihn mit Speed Gear aus, nimmt in den ersten Slot die normale P90 und in den Rucksack-Slot am besten ein Maschinengewehr, da man nachher für den Bosskampf viele Kugeln auf das Flugzeug oder auf das, was immer das sein soll, abfeuern möchte. Ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, ich werde jetzt kein Gameplay-Video hochladen, das habe ich schon auf unserem Channel hier, das könnt ihr euch angucken. Dann könnt ihr diese Fragen entweder in den Comments schreiben oder auch per persönliche Nachricht. Ich werde jetzt noch ein paar Screenshots mit Spielen anhängen hier in das Video, damit ihr mal gucken könnt, wie viel XP ich pro Spiel bekomme, und das kann man dann selbstverständlich hochrechnen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch geholfen und bis denne.